Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich dir. Hallo und herzlich willkommen zur Tagesenergiebotschaft. Ja, heute ist für viele von uns ein bisschen mehr Ruhe im Tag. Ich habe das Gefühl, dass die Energie heute nicht ganz so aufwühlend ist. Also sie ist immer noch hoch. Aber ich habe das Gefühl, dass man vielleicht inzwischen besser damit umgehen kann. So, ich werde hier heute eine Karte ziehen aus dem Erzengel-Orakel und wir schauen mal, welcher Erzengel sich zeigt und welche Botschaft er hat. Gottesgeschenke, eine Nachricht von Erzengel Sandalphon. Wir Engel bringen dir Geschenke deines Schöpfers. Öffne die Arme, um sie zu empfangen. Ich weiß nicht, ob du auf etwas wartest. Vielleicht hast du jetzt eine bestimmte Sache schon im Kopf, die zu dir geliefert werden soll. Eventuell kommt aber auch etwas Unerwartetes in dein Leben. Schauen wir mal. Ich ziehe noch eine zweite Karte. Was dürfen wir denn heute noch erfahren? Oh, noch eine Nachricht von Erzengel Sandalphon. Es scheint also eine große Lieferung zu sein. Deine Gebete wurden gehört und werden beantwortet. Lass nicht nach in deinem Vertrauen. Also wenn das mal keine schöne Nachricht ist, dann weiß ich auch nicht mehr weiter. So, vielleicht hast du dir auch zu Herzen genommen, was ich gestern gesagt habe und hast die Augen ein bisschen mehr geöffnet und dein Bewusstsein ein bisschen mehr geöffnet für all die Dinge, die dich so umgeben. Ob es nun Menschen oder Tiere, Pflanzen oder Gegenstände sind. Vielleicht auch die Gegenwart Gottes, wenn man das so sagen möchte. Vielleicht ja, bist auch du in diesen Schwingungsmodus übergegangen, dass alles ein bisschen leichter werden darf, indem wir erkennen, dass wir einfach wirklich Teil dieses großen ganzen Prozesses sind und dass wir da nicht alleine oder verloren sind, sondern wirklich ja, wichtige Zellen in diesem System sozusagen. Das Teilen. Wenn du großzügig bist, freut sich jeder. Also vielleicht magst du auch deine Erfahrung mit uns teilen. Vielleicht ist dieses Geschenk aber auch derart, dass du es mit anderen teilen kannst, um seinen Nutzen noch zu vermehren. Vielleicht erhältst du eine Fähigkeit, eine Gabe oder auch einen Gegenstand, mit dem du anderen Leuten irgendwie auch mit behilflich sein kannst. Und dann haben wir noch die Karte Entspann dich. Mach dir keine Sorgen, es wird alles gut. Und wir haben ja auch hier den Hinweis, lass nicht nach in deinem Vertrauen. Das heißt, es kommt gerade ganz konkret darauf an, welche Gedanken du denkst und wie du dich auch fühlst. Also beobachte dich heute mal ganz genau, ob du vielleicht ungeduldig auf ein Ereignis oder das Eintreten einer Sache wartest. Und während du wartest, ob du dann vielleicht Ungeduld verspürst und diese Ungeduld zieht sich dann weiter zu Zweifeln. Und die könnten sich dann weiterführen zu Ängsten und zu dem Gefühl, dass man vielleicht es doch nicht wert ist, etwas zu bekommen. Das kann ja so Bahnen ziehen, ne? Wenn man nicht im Vertrauen ist und wenn man nicht bereit ist, vertrauensvoll zu warten, dass etwas kommt, dann kann es sein, dass der Verstand oder auch die Gefühle ein wenig Achterbahn fahren wollen und man sich dann so der Illusion hingibt, dass dass man vielleicht tatsächlich nicht Teil des großen Ganzen ist und auch nicht wertvoll genug ist, um halt all das Gute zu empfangen, was da aber tatsächlich auf dem Weg zu dir ist. Ja, und ich glaube, das soll es für heute auch gewesen sein, ihr Lieben. Ich wünsche euch einen wunderschönen Samstag. Wenn ihr mögt, teilt natürlich gerne eure Gedanken mit uns hier unter dem Video. Und falls dir das Video gefallen hat, freue ich mich natürlich über ein Däumchen nach oben. Viele andere Videos und was ich sonst noch so mache, findest du hier auf meinem YouTube-Kanal und unterhalb dieses Videos in der Videobeschreibung. Da gibt es einen Link zu allen weiterführenden Dingen, zu meinem Online-Shop oder zu meinen Social-Media-Accounts, genau. So, gehabt euch wohl, kommt in die Ruhe, versuch heute wirklich mal über deinen Schatten zu springen und dich nicht diesem Gefühl hinzugeben, dass irgendetwas nicht stimmt, sondern versuche dich wirklich mal in dieses Gefühl hineinzubegeben. Was wäre, wenn es jetzt wirklich einfach gut wäre? Wenn es jetzt einfach mal gut ist, wenn es einfach mal keinen Kampf gibt, keinen Widerstand,
ja, keine Barrieren, über die du heute springen musst, sondern du, das alles, was du tun musst, ist einfach vertrauensvoll im Hier und Jetzt zu leben. Ja, ich glaube, das ist die Botschaft, die wir heute mitnehmen dürfen. Macht's gut, ihr Lieben, bis dann. Ciao.